ich sagen eine alte Tradition aus Slowensko. Panieren, das Panieren, was bringen Essen ins Geschmack. Verzartlichung des Essen. Panieren, das kommen von australischen Ureinwohnern, das haben genommen Heuschrecken, dann Tetten, dann in Erde walzen, dann etwas spucken und dann über Feuer panieren. Ich möchte Ihnen zeigen, was Sie panieren können. Für das fleischessende Menschen, Sie nehmen Fleisch. Für Fisch, Sie nehmen Fisch. Für das moderne Mensch, welches isst keine Fleisch, keine Tiere, keine Menschen, keine Nagel, das ist dann eine wunderbare Blumenkohl. Aber auch das Blumenkohl hat manchmal Gefühle, welche wir nicht wissen. Panieren geht über Studieren. Wir machen platt. Salz, Pfeffer, etwas Mehl. Ich brenne jetzt das Objekt. Sie baden das Fleisch, das zarte Fleisch. Ich weiß nicht, was für Tier. Ich habe gefunden in meinem Kühlschrank noch etwas. Fisch auch sehr zart, sehr gut zum Panieren. Das Ei in das Fisch zu das Ei zu das Fisch, Ei ins Fisch, Fisch ins Ei. So jetzt ich nehme das Fisch und lege es ein in Panier. Wann es macht, dann es ist gut. Ich jetzt testen. Ich kosten das Schnitzel. Gut, man eine kleine Beilage. Ich bin wunderbar. Ich habe großes Erfolg gemacht mit diesen Panieren. Ich mache mir einfach selber.